Das Rocky Valley ist also der Ort, wo Donkey Kong sich hier aufhält. Ganz oben erwartet uns ein Turm. Und ich glaube, dass er oben auf diesem Turm lebt und dort sein geheimes Versteck hat, wo dann das Spiel sein Ende nimmt. So ganz langsam, aber spurtig. Was machst du überhaupt? Ah, da wechselt die Richtung hin, okay. Keine Ahnung, wofür ich Trampolin brauche, außer halt, um mich zu killen. Sehr gut. Achso, wahrscheinlich, um hier ranzukommen, ohne zu sterben. Okay, ich hab's herausgefunden. Oh Mann, dabei habe ich es auch vorhin geschafft, ohne zu sterben. Wie denn das? Oh. Ach, und davon sterbe ich nicht? Okay, Spiel, alles klar. Die Logik, die gewinnt mal wieder. Aber die Level hier sind nicht ganz kurz, also sie sind tatsächlich sogar ziemlich lang. Deshalb müssen wir hier dringend aufpassen. Okay, Schalter macht was. Hä? Mach's wieder rückgängig? Warum sollte man den aktivieren wollen, den Schalter hier? Das verstehe ich nicht. Der hilft doch überhaupt nicht, oder? Oder sehe ich irgendwas falsch? Ist doch übrigens erst jetzt, dass da oben noch was völlig anderes noch abgeht. Wow! Hey, du, da bringen wir nach oben. Und da war ein... Achso, das war sowieso nur für Bonus, okay. Das holen wir uns gleich das Run-Up. Das hat keine Priorität. Yay! Yippie! Don. Komm, bring mich nach oben, bring mich nach oben. Diesmal bitte sicher. Und sicherlich nicht von denen treffen lassen. Okay, hier ist der Schlüssel. Interessant. Hier können wir aber hoch. Hier ist noch eine Gefahr. Aber ich glaube, da drüber ist nichts tatsächlich. So, zack. Eins fehlt uns, glaube ich, noch. Schnell, schnell, schnell. Okay, okay, okay. Hopp. Rüber, rüber. Achso, das, oh, das habe ich jetzt vergessen einzusammeln. Oh. Das ist doof. Ich kann es versuchen, nochmal schnell einzusammeln, aber ich kann es euch nicht versprechen. Okay. Warum habe ich den Schalter aktiviert? Warum mache ich sowas? Achso, um runterzukommen. Ah, und dafür ist der Schalter hier da. Verstehe. Um das dann wieder aufzumachen. Und dann... Bam! Nein, das geht nicht. Nein! Eigentlich kannst du den Schlüssel auch erstmal da lassen. Machen wir erstmal den Schalter hier. Damit wir wieder runter können. Und jetzt nehmen wir den Schlüssel erst mit. Ja, warum nicht? Ist doch unnötige Arbeit, ihn nach oben mit zu transportieren. Eigentlich. Ja. So, und jetzt der Rest ist das gleiche wie vorher. Nur am besten sich besser anstellen als ich gerade eben. Also versuchen wir es mal. Das ist gar nicht mal so schlecht. Weil ich lebe noch und habe noch meinen Schlüssel. Deshalb gar nicht mal so schlecht. Da hochzukommen ist easy. Alter, ernsthaft? Der Schlüssel ist stuck. Der Schlüssel ist einfach stuck. Muss man den neu holen. Oh Mann. Ich habe es jetzt irgendwie hinbekommen, dass der Skorpion-Ding hier nach oben hinklettert. Ich glaube, ich habe da aus Versehen ein Trampolin oder so hingesetzt. Da, seht ihr? Das Ding ist jetzt hier. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Das werden wir jetzt zusammen herausfinden, denke ich mal. Aber eigentlich ist es doch eher ein Vorteil, wenn es mich hier die ganze Zeit killt. Ja, vor allem jetzt haut es ja hier wieder ab. Jetzt ist da die Bühne frei. Und ich habe es doch eigentlich. Ah ja, das Wunder habe ich übrigens einfach, indem ich seitlich gegangen bin, einfach mit eingesammelt. Okay, wunderbar, rein da. Und sind wir schon bei Donkey Kong? Ne, es war Level 6, nicht 7. Okay. Schade, ich wollte doch jetzt schon zum Gorillamann. Der Gorillamann. Hallo, ich bin's. Ich habe keine Ahnung, welcher, aber. Ich bin ziemlich random. Oh. Donkey Kong Jr., du auch hier. Ja, okay, ich schätze, ihr wohnt hier gemeinsam. Die dicke Insel gibt's dann wohl erst später. Na gut, keine Ahnung, wie das hier in der Timeline spielt. Übrigens war es sehr schlecht, dieser Jump, deshalb möchte ich mich kurz hier retten. Und wir kriegen direkt am Anfang den Schlüssel. Okay. Ich hab's verstanden.
Okay, ich weiß, wie es geht. So, auslaufen lassen. So, okay, wir wollen hier gleich runter. Oder? Nee, ich hab's doch nicht verstanden. So, sterbe ich davon? Nee, tue ich nicht. Okay, das war vielleicht nicht das beste Placement, aber... Ja, okay, ich komme rüber. Ich dachte eigentlich, ich schmeiß den Schlüssel runter, unten ist eine Plattform, ich kletter runter, renn dann hier so lang und hol mir den Schlüssel dann schnell, bevor die Plattform verschwindet, aber... Nope, war anders. Oh, nicht die Dinger. Oh nein, nicht die Dinger. Aus welchem Spiel waren die nochmal? Und dann gab es die hier zum allerersten Mal? Ich weiß es nicht. Aber die Dinger kenne ich jedenfalls. Die sind echt gemein. Lass mal liegen. Das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Und ich bewege mich von alleine. Wow. Ich muss überlegen, was will ich machen? Was will ich überhaupt machen? Oder will ich den Schuss als allerletztes holen? Nein. Ich will den Schlüssel als Plattform benutzen, damit ich den mit dem Hammer hoch kann. Richtig? Na gut, jetzt habe ich es verkackt. Nee, warte mal. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was ich tun soll. Wow, wow! Wow! Hochspringen? Einsammeln? Ja, nicht ganz, nicht ganz. Komm, mach den anderen auch weg. Ja? Okay, so ist es richtig. Ja, Schlüssel ist also weg. Ich glaube, den sammelt immer wirklich erst als letztes auf. Keine Ahnung. Jedenfalls. Schnell, 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 schnell. Ja, ja, ja. Bam, bam, bam. Schnell durch, schnell durch. Das ist ein bisschen doof. Okay. Na gut, muss jetzt mit den Konsequenzen leben. Was? Ich kann hier latschen? Okay. Ja, denke, das reicht dann jetzt. Kletter ich kurz hier hoch, hole mir den Schlüssel ab. Und dann haben wir es doch geschafft, oder? Oder? Ich mach's mal genauso, wie ich es vorhin gemacht habe. Und zwar, wo war das hier? Genau. Und dann genau in dem Moment nach rechts rennen. Oder die ganze Zeit nach rechts rennen. Rechts halten. Funktioniert eigentlich auch, hat vorhin funktioniert. Ja, genau. Lass den kurz ausspucken, seine Samen, seine Sprossen. DK Junior interessiert's wohl nicht, keine Ahnung. So, und jetzt? Sind wir durch. Okay. Verstanden. I gotcha. Tja, Kleiner. Du konntest mich nicht davon abhalten, halten deinen Vater jetzt wieder mit Fässern zu bewerfen. Ich hoffe, da ist kein Alkohol drin in den Fässern. Oh, es geht direkt los. Oh, ich glaube, ich das verstehe. Und zwar... Nein? Doch. Ja, doch, genauso wie ich es mir dachte. Wie in Mario Land. Dass man da auch schnell hochklettern, indem man da auf diesen Stein stehen bleibt. Okay, das war eher kein Tutorial-Level, als dass es ein Bosskampf war, aber... Gut, ich akzeptiere es. Die Capture. Das schwemmt auch. Ja, schafft's nicht drüber. Was machen wir jetzt? Ah, einen hohen Jump machen. Da müssen wir nicht so viel drauf hämmern. Tut weniger weh. Und erzielt mehr oder weniger das gleiche. Okay. Dann werden wir genau das jetzt tun. Er haut ab, er haut ab. Und wie schnell hinterher? Hier ist ein Wasserlevel. Ja. Das sieht man zumindest auf der Oberwelt ein bisschen, ob das jetzt... Was für ein Level das wird ungefähr. Das finde ich cool. Du schon wieder! Du Rotzbengel! Hä? Ist das ein Giftpilz? Ich glaube, das ist ein Giftpilz, oder? Okay, schnell durch. Aber nicht zu weit nach oben. Perfekt. Rüberspringen. Wow! Ach komm, das war unfair. Komm, das war echt unfair. Ich glaube, das hier brauchen wir, um da hochzukommen an den Schlüssel. Oh. Ja, gut. Dann warte ich eben. Warte, so. Ah, so komme ich an die Sachen dran hier. Das ist lustig. Okay. Oh, ich werde langsam größer. Nein, nein! Ich wollte gerade sagen, weh, ich bin jetzt softdocked. Zum Glück nicht. Genau, hier der Leiter.
Und dann aufpassen. Denn er spuckt. Und lieber spucken oder schlucken, keine Ahnung. Er spuckt lieber. War jetzt ein bisschen random, aber ich sag ja, ich bin halt random. Das war genau die falsche Seite, du Idiot! Komm, bei deine Samen. Das liegen. Schalter. Keine Ahnung, welche Richtung, aber auf jeden Fall in eine Richtung. Was jetzt? Was ist die falsche Richtung? Alter! Wo ist der Schlüssel hin? Okay, jetzt wäre mal so schlecht. Vielleicht zumindest nicht von den Dingern sterben. Ich glaube, ich muss es in die andere Richtung machen, oder? Ja, dann geht es nämlich nach unten. Ja, okay. Okay, dann habe ich es doch eigentlich, oder? Leise da drüben. Wenn mich das jetzt nicht trifft, perfekt. Knappes Ding. Ich würde ihm so gerne mit dem Hammer einer reinhauen, ohne Witz, aber egal. Komm, wir sind durch. Wir haben's hinter uns. Und das Leben geht weiter. I guess. Hey, thank you so much. Für die 2 Maps habe ich auf lieber 3. Aber komm, 25 Leben sind doch jetzt genug für die letzten Level, oder? 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 Ja, doch, bestimmt. Was? Hier herrscht starker Wind. Warum auch immer. Oh. Nicht gut. Wandert mich natürlich mit. Danke. Was soll ich hier machen? Also, was ist hier das Ziel? Schätze ich. Will ich fragen. Geht das? Mehr oder weniger, ja. Okay. Also das hier war gar nicht mal verkehrt. Das ist schon mal nicht schlecht, ne? Da komme ich zumindest schon mal an den Schlüssel dran. Hier dann so zu machen? Na gut, dann verliere ich das halt, ne? Aber ist nicht so schlimm jetzt. Ich muss mich nur gerade ein bisschen konzentrieren. Jetzt hier ein Trampolin. Nein, falsch. Nein. Fast. Okay, alles klar. Dafür kriegt man auch die ganze Zeit ein One-Up. Das wäre halt lustig in diesem Studio. One-Ups, die verschwinden nie. Du kannst sie immer wieder neu einsammeln. Das heißt, du verlierst einfach gar keine Leben. Wenn du sie immer wieder einsammelst, was ich gerade leider ja, brauche. Okay, aber das bedeutet ja zumindest, dass ich hier nur Zeit verschwenden kann und keine Leben zumindest. Das ist schon mal etwas. Das ist ein Vorteil, den ich mitnehme. Das war ein bisschen zu viel beim Fallen. Okay, das geht noch hin. Das können wir noch mitmachen. Komm. Warum springst du weiter vorne? Hallo! Verbuggter als Mario Bros. 1 oder was? Junge, Junge, Junge. Okay, jetzt. Letzter Try, ansonsten zeige ich euch hier den richtigen Versuch, wo es funktioniert. Ja, okay. Na gut. Gut, ist klar. Ja, danke, danke, danke. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank für die von dir. Manchmal spielt das Leben gerne mit dir. Mensch und Affe. Immer wird's was geben. Einer trickst dich aus. Vielen Dank. Für die Items. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Nimm mit! Oh Gott. Mario, du machst Sachen mit mir. Ich halte das langsam nicht mehr aus, du. Krieg noch einen ersten Fakt an. Nee, das nicht, aber. Also hoffentlich nicht, aber. Ja! Okay, das sieht schon mal ziemlich rot aus hier. Und rot bedeutet, wir haben das geschafft. Also, sieht schon mal ziemlich gut aus. Eul. Wann hatten wir das denn zuletzt gesehen? Wann hatten wir Öl jetzt zuletzt gesehen? Das ist schon ewig lang her, oder? Okay, wir müssen hier hoch. Klapp. Das mitnehmen. Da kommen wir nicht lang. Da kommen wir auch nicht hoch, glaube ich, oder? Nee, geht auch nicht so.
Okay, also hier sollen wir auf jeden Fall den Schlüssel rüberbringen. Okay, warte mal. Ich habe eine Idee. Wir können ja dort lang. Bei diesem einen Block sollten wir durch können. Ja, Tatsache. Okay, warum kann ich das hier? Ah doch, ich versteh's. Ich hab's verstanden. Und Beeilung. Beeilung! Nein! Ach man. Okay. Aber im Prinzip ist das richtig, was ich hier gemacht habe. Mhm. Wir wollen es aber hier haben. Weil hier sonst dieser Kasten ist, der einen versperrt. Oh. Ein Problem gab's noch. Ich hätte das hier noch irgendwie mitnehmen müssen, glaube ich. Okay, das ist aber nicht schlecht. Ich konnte ihn noch umwerfen. Nein! Ah, so close. So close, Brudi. Nicht schlimm. Gar nicht schlimm. Wir haben noch genug Zeit. Okay. Jetzt geht es los, das Timing. Erst ab jetzt. Runter. Hoch. Nein, das geht so nicht. What the hell? Okay, das noch nicht einsammeln, schätze ich. Das brauchen wir, um hier auch zu kommen. Mhm. Dann lassen wir es ausrennen. Dann nehmen wir das hier, um generell hier wieder runterzukommen. Mhm. Nehmen wir das hier. Ja, wofür nehmen wir das? Um hier hochzukommen generell. Das hier schnell aufsammeln. Und wenn ich jetzt den Schlüssel nicht bekomme, habe ich keine Ahnung. Was? Verstehe. Also, Schlüssel muss hier sein, während wir die beiden benutzen, um die Wege hier aufzubauen. Also der Schlüssel muss auf der linken Seite sein, dann die beiden benutzen, Schlüssel einsammeln, hochschmeißen und jetzt haben wir es. Okay, da hätte ich auch selber drauf kommen können. Ich war nur gerade übelst verwirrt. Weil ich mir dachte, man muss so richtig schnell sein, aber man kann sich's auch einfacher machen, wie ihr gesehen habt. So, aber für DK wird das jetzt langsam nicht mehr so einfach, denn, naja, ihm geht ein bisschen der Wegrennplatz aus, könnte man so sagen. Was, kommt der nicht hoch? Doch. Aber da muss ich auch richtig hochkommen. Oder auch direkt sterben. Das ist natürlich auch eine Option, die ich nicht wirklich bevorzuge, wenn ich ehrlich bin. Oder ich springe einfach direkt in den Tod ein paar Male, damit es fair bleibt. Mein Gott. Komm schon. Ich muss mich jetzt mal anstrengen. Oh Gott. Oh Gott, ich weiß nicht, welche Richtung die rennen. Der Boden hier ist nicht stabil. Okay, da oben ist er. Wir sind schon fast da. Darf ich auch mal durch? Danke. Nein! Okay, Mist. Oh, Mist. Gar nicht gut. Verstecken? Da kann man sie nicht verstecken. Miese. Mann, spring doch richtig, Mario. Hoch? Nein. Okay. Okay. Hier aber hoch. Da hoch. Hier hoch. Uff. Okay, gerollt genau dahin, wo ich gedacht habe, wo ich ran will. Alles klar. Hier verstecken. Und jetzt hoch! First try natürlich. Gott, wieso bin ich jetzt so extrem oft gestorben? Das war schon echt unangenehm. Ja, ich muss ein bisschen mehr Skill hier herausholen, glaube ich. Oh, so brennend heiß hier! Oh Gott! Also als Finale doch nochmal eine Lava-Welt? Warum das denn? Nee, noch sind wir am Canyon, noch sind wir nicht im Turm. Im Turm? Im Tower. In den Tower. So, safe.
letzten 4 Level. Da kommen wir zur blauen Welt. Gut, gut. Wir machen super nice Fortschritt. Ich habe nur Angst, dass die letzte Welt mehr aus 4 Leveln besteht, sondern noch so richtig lang ist. Aber wir werden sehen. Kann ich da runter einfach so? Whee. Nein, das ist Lava. Also es soll, glaube ich, Lava darstellen. Okay, das funktioniert so also nicht. Eine Plattform zu erstellen wäre also, würde ich mal behaupten, keine so schlechte Idee. Okay. Ich komme doch einfach so ran, oder? Ja, so komme ich da ran. Okay, ich hab's verstanden. Ist ein sehr kurzes Level, ich hab's schon direkt verstanden. Wir wollen einfach nur hier, basically, eine Plattform aufbauen. Wo mache ich die jetzt am besten, damit die besser funktioniert? Hier? Ja doch, hier funktioniert es am besten. Okay. Haben genug Zeit. Okay, wo ist der Ausgang? Da oben. Okay, stehe. Perfekt, perfekt, perfekt. Perfektes Timing, perfektes Timing. Ja, easy. Ich hab's aber direkt verstanden. Trotzdem aber gestorben, aber... Das war nur der Vorführeffekt. Ich wollte euch zeigen, was passiert, wenn man da runterfällt. Ne? Ne? Das könnt ihr verstehen, oder? Oder? Die 1 steht für einen Like auf diesem Video. Und dann werden wir beim nächsten Mal Donkey Kong richtig eine reinhauen.